Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle. Willkommen in meinem Clip. This time, this afternoon is Kung Fu time. I go to dojo, I training Chinese Wing Chun, Philippinisch Kali. Herzlich willkommen im Kanal. Ich gehe jetzt ins Kung Fu Training. Trainiere Chinesisch Kung Fu. Chinesisch Wing Chun Kung Fu, das Südchinesisch. Und heute Abend bin ich noch eine Geschichte. Am Dienstag in die Beintraining gehabt. Wir haben 3 Stunden trainiert, da war er so erschöpft, in den Kopfschmerzen gehabt, auf übelste Art. Aber eine Stunde vor ich aufgehört habe, habe ich noch Kopfschmerzen gehabt. Aber ich habe es gnadenlos durchgezogen, habe bis zu meiner Grenze trainiert. Und man kann sich überwinden und trotz Kopfschmerzen noch hartes Training nachziehen. Aber man soll trotzdem auf seinen Körper hören. Aber es war ein gutes Training und ich habe es ja gemeistert. Gestern war den Quando und heute gehe ich ins Kung Fu Training. Ich muss jetzt einen Clip zum zweiten Mal drehen, weil mir schon missgeschickt passiert. Und ist ja blöd, wenn sowas passiert. Aber und weil ich unter Zeitdruck bin, sollte ich eigentlich schon lange auf der unterwegs sein, weil Taekwondo und Bodybuilding ist schlechter, das ist alles vor Ort, aber Swing Chun, da fahre ich eine Stunde im Hauptverkehr und dann beim Schluss ist dann schon besser, dann beim Heimfahren, da fahre ich auch, aber auch noch eine halbe Stunde, also von daher machen wir jetzt ein bisschen Gas, also Tempo meine. Ein 3 Trainingstage, einmal fürs Bodybuilding, einmal fürs Taekwondo und einmal fürs Swing Chun. Das habe ich deshalb, weil in jedem Trainingstaschen andere in jeder Tasche eine andere Trainingssache drin. Ja, und dass ich da nicht durcheinander komme und wenn ich reingreife, immer alles griffparat habe, habe ich deswegen separate Trainingstasche. In der Kung Fu Tasche ist natürlich auf dem Chun T-Shirt. Ja, wenn man Kung Fu Meister drauf, weiß ich dann das Zeug für Schüler. Wenn das T-Shirt weiß ist. Auf der anderen Seite ist dann das Wing Chun Logo drauf. Jeder Verband schreibt Wing Chun natürlich auf Deutsch ganz anders. Da mein Trainingstasch, da Wasser beim Folger und bei Max, da tut man schon die erste Minute schwitzen. Da braucht man halt immer gut Flüssigkeit. Ein Trainingsmesser, wenn wir den auch Messerabwehr trainieren, das ist aber stumpfes Messer. Also das ist nur für Training da. Das ist komplett stumpf, ist aus Aluminium und ein Plastikgriff. Damit kannst du auch nicht schneiden, damit kannst du dich nicht verletzen. Wie schon gesagt, das ist rein fürs Training. Dann haben wir jetzt die Kali-Stöcke für philippinische Waffenkampf. Ja. So. Und das sind zwar vorbei einmal gekauft worden. Aber so haben sie von hunderte von Jahren schon trainiert, auch von tausenden von Jahren schon trainiert. Aber ja, also von Ostasien gibt es das Stück schon lang, die Art. Und seit Jahrhunderte lang den philippinischen Stockkampf so trainieren, sind sehr stabil das Stück. Die sind noch nie kaputt gegangen, irgendwann muss man dann auch wechseln, aber seit Jahren lang sind sie meine Begleiter. Den haben wir mit nach Köln genommen, mal, wo jemand besucht hat. Und die sind auch so historisch, aber die sind auch für andere Art historisch. Damals, wo ich in die Eviton eingegangen bin, 96, da hat man andere Stöcke erstmal, so Holzstück, das hat der Sifu Vladimir gesagt. Ja, mach du aus dem Beißer und still einen Stock und du ein bisschen Tape rum, da hast du einen Stock, das ist besser geht's nicht. Ende der 96 ist er dann mit dem dahergekommen. Die sind sehr flexibel, die Steck, sehr biegsam, sehr harzplastik. Ja. Und damit kann man auch viel machen. Und nur danach, da ist zu denen, weil ich ein frühes Krimmer in der EWTO gemacht, nur danach, da ist halt zu denen andere Stück, dass die ein bisschen kurz, dass die Stück von der EWTO ein bisschen kürzer sind. Und die kahle Stück oder. Kann man auch fürs Klima benutzen natürlich, können auch als Klimastück sein, die sind auf traditionelle Art noch länger. Und die Reichweite können dann im Kampf schon überleben und Tod entscheiden. Ja.
Dann habe ich mein Vaterbuch, wo drauf steht, wer von Rang ich habe. Da haben wir Boxhandschuhe, wenn man Wettkampf macht, Sparring möchte. Und natürlich auch Techniker trainiert, sind die Boxhandschuhe gut. Und euer Schon ist gut, wenn man jetzt Fahrer macht, da auch Tiefschläge gibt. Ja. Ich habe auch MMH-Handschuhe, die sind aber so verschlissen, muss man neue kaufen. Ich nehme halt die vom Sifu aus im Dojo, muss ich halt allerdings danach reinigen. Ja. Wegen Hygiene, wegen Corona-Vorschriften. Dann habe ich Jogginghose als Kung-Fu-Hose. Ich möchte mal wieder traditionelle kaufen. Den Grüngurt, weil ich den ersten Grüngurt habe. Wenn Corona-Lockdown nicht gekommen, hätte ich schon der zweite Grüngurt. Ja. Ja, aber, oder werden noch weiter. Aber so ist halt, wie der Vladimir das schrecklich da und so gesagt hat, schimpfen nicht über Sachen, wo nichts ändern können. Ist vielleicht ein Universalspruch, aber der trifft dann auch oft mal zu. Wenn man so alte chinesische Kung-Fu-Schuhe hat, die sind wir aber auch ausgeleiert gewesen, kaufen wir wieder welche, deswegen als Ersatz die Hallerschuhe, bis ich mal wieder so traditionelle Kung-Fu-Schuhe kaufe. Ja. So bin auch ziemlich müde, aber ich will ja mein Bestes geben und ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Jetzt gehe ich auch ins Training, was nur zu sagen ist, das habe ich früher mal im Auto hängen gehabt. Das ist der Vorsitzende Mao Zedong. Das ist ein Glücksbringer. Seit einiger Zeit in meiner Trainingstasche Glücksbringer und der hat mir oft Glück gebracht. Ich bin ein großer Fan von Karl Marx und Friedrich Engels und auch von Mao Zedong, ja, natürlich auch von Lenin. Aber ja, aber jedes System hat gute Seite und schlechte Seite. Der ältere Mao Zedong, der junge Mao Zedong. Demokratie ist auch ein ganz wertvolles Gut. Ja. Und so wie auch in Amerika bin ich auch Demokratie und den American Dream. Das hat auch seine gute Seite. Von der man muss sich eine politische Ordnung festlegen. Ja, ich bin froh, dass wir hier die Demokratie haben und das hat auch eine sehr gute Seite. Aber wie schon gesagt, Politik kommt in meinem Kanal eigentlich gar nicht vor, weil es ist ein Kampfkunst-Sportkanal, ein Kanal, wo es um ums Bodybuilding geht, um Kultur geht. Das Einzige, was mal politisch ist, dass wir gegen Rassismus sind, aber sonst gibt es bei mir in meinem Kanal keine Politik. So, jetzt muss ich baden, dann muss ich alles einreiben und dann geht es ins Training. Und hier mein, this is my hero, this is my hero, this is my hero forever, this is my Cobra Kai brother, this is best nature bodybuilder, best Kung Fu fighter in Germany, this is Goldie, this is my role model, my hero, this is best man, this is a Ferrelli Eagle.